klar, eine eindeutige Antwort ist da nicht zu finden. Ich glaube, das kam von der Podiumsdiskussion auch ziemlich klar rüber. Es steuert aber, sagen wir mal, von meiner Sicht aus in eine Richtung, die sehr positiv ist, beziehungsweise, dass man im Netz viel mehr Zugang kriegen kann zu Qualitätsinhalten, wissenschaftlichen Inhalten und auch wissenschaftliche Inhalte, die für eine breite Öffentlichkeit auch verständlich ist. Und ich glaube, das ist, was sich so ein bisschen abbildet von den verschiedenen Bewegungen von Open Access, bei den Journals zum Beispiel, dass die Artikel ein bisschen zugänglicher geschmiedet werden und so weiter, dass auch Datensätze zur Verfügung gestellt werden, dass andere Forscher damit was machen können. Und in dieser Hinsicht bin ich total positiv eingestellt und denke, dass dadurch eine andere Wissenschaftskultur entsteht. Und dass das auch wiederum dadurch dann gesellschaftlich auch relevant ist. Dass man nicht nur die Wissenschaft auf einer Seite hat und auf der anderen Seite eben die Bevölkerung, die nicht wissenschaftlich ist und die da nicht so viel mitbekommt. Ich denke, da tut sich wirklich etwas, dass so eine Mischung hergestellt wird. Und genau, also sehr positiv. Also was sicherlich ein Standard sein wird, aber vielleicht nicht auf der Qualitätsskala auf einem sehr hohen Niveau, ist solche Online-Plattformen für Wissenschaftler, die es schon gibt, aber die weiter ausgebaut werden, die kommerziell oft sind und die sich rasant schnell entwickeln und wo Wissenschaftler selbst aus eigener Motivation sich das aneignen und dort deren Daten geben. Die Frage ist für mich bei diesen Plattformen eben eher die legale Frage, also wem gehört der Inhalt? Ist es noch im Sinne eines freien und offenen Internets? Und da, glaube ich, wird sich unheimlich viel noch tun und noch vieles, was wir noch nicht vorhersehen können. Aber ich denke, auf der anderen Seite mit dem Open Access gibt es diesen Standard der Qualität, der sich mehr und mehr befestigen wird, ist vielfältig. Es gibt halt Journals, die sehr traditionell oder konservativ mit dem wissenschaftlichen Publizieren umgehen, aber es gibt auch Institute oder neue Wege, um Wissenschaft öffentlich zugänglich zu machen. Und ich denke, diese neuen Formate im Internet, Online-Zeitschriften, die wirklich im Open-Access-Sinne arbeiten, die werden sich langfristig oder mittelfristig durchsetzen. Und da wird, was mich interessiert, wo dieser Qualitätsanspruch da ist, wo die Qualitätssicherung auch da ist, mit dem Begutachten oder Gutachten von Peer-Reviewers und so weiter, dass man wirklich sicherstellt, dass die Publikation auch oder der Artikel qualitätsmäßig da ist und dass man nicht nur mit wissenschaftlichen Daten irgendwie umgeht. Da denke ich, ist eine große Chance und die wird jetzt langsam auch gefüllt mit Journals, die sich da richtig etablieren. Also daher, ich kann nicht anders denken als relativ positiv. In der Gegenwart ist es natürlich so, dass es an Geldern fehlt, an Entscheidungen von seitens der Forschungsgesellschaften zum Beispiel, die ein ganz klares Statement machen, in Deutschland insbesondere, zu Open Access, sich dazu bekennen, ein bisschen stärker. Das fehlt noch, meines Erachtens, aber es ist unvermeidbar und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.